Moin, willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, der Spartiat da hinten hat noch einen zweiten Athen getötet. Somit haben wir schon mal zwei Athen weniger. So, wir sollen jetzt Hikronos töten. Du kannst den Söldnermenü nutzen, um ihre Rüstung aufzuspüren. Das werden wir dann auch mal direkt tun. Söldnermenü. So, hier haben wir den Kollegen. Verfolgen. So, jetzt soll ich verfolgen. Und da hinten ist er. Weil er war, ist nämlich komplett schuld gewesen, dass die Spartiaten getötet wurden. Aber die Spartiaten haben auch gleichzeitig die Bewohner beziehungsweise die Athener die Nahrung weggenommen. Oder halt den Leuten, die halt auf dieser Insel hier wohnen. Und deswegen haben sie sich eigentlich nur ihre Nahrung wieder zurückgeholt. Aber er hat eigentlich die Spartiaten getötet, der Hikranos. So. Und da haben wir ihn. Da haben wir noch eine Truhe. Da haben wir auch noch irgendwas. Zwei Truhen. Okay. Können wir direkt von hier oben mit dem Attentat abplatt machen? Ah, sieht nicht so aus. Da hinten dran komme ich auch nicht wirklich. Ja, der hat's in sich, der Typ. Der ist nämlich Level 9. Das muss Hyrkanos Lager sein. Und das muss Hyrkanos sein. Ah, der arbeitet mit den Athenen zusammen. Da haben wir nämlich einen von denen. Und wieder ein weniger. Schleichangriff, unbewaffneter Schlagen. Da haben wir schon mal den ersten. Nö, noch nicht. Aber jetzt, wo ich weiß, wie ich dich krieg. Aber warte mal, dich krieg ich direkt als erstes. Das machen wir direkt mal weg. Das passt mir gar nicht. Oh Gott. Da. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir warten eben kurz, bis meine Energieleiste kommt. Jetzt. Ha. Oh. Aber ich kann lange kämpfen. Ausweichen. Ah, hat noch geklappt, oder? Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Ah.
nochmal. Da kommt noch einer. Komm her. Das hat sich wirklich gelohnt. So, das Shit gehört mir erstmal. Ich mehr Söldner zur Strecke bringen. Nix da. Oh Gott, komm her. Willst du mich verarschen? Ich hab keine Pfeile mehr. So, jetzt war mal. Gibt's ein Schlachtfest hier. Yeah. Ich kann Pfeile. Wir gehen die Pfeile aus. Öffne das Inventarmenü und wähle Küchensymbol, um welche herzustellen. Ich kann Pfeile herstellen. Ich kann Pfeile herstellen. Er hat nichts dabei gehabt. Mist. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja gar nicht so weit weg von dem... Boah, guckt euch das an. Sieht das wieder cool aus. Ah, die Truhe. Eine kleine Truhe. Hallo? Ja, wir nehmen sie nur von... Ich habe bis jetzt immer keinen Ausguck benutzt hier, so ein Aussichtsturm. Ah, Stufe 9. Damit können wir jetzt die andere Rüstung anziehen. Was haben wir denn? Eine bessere. Was? Ist nicht verfügbar? Warum? Ah, weil ich bestimmt gerade im Sprung bin. Oh, Jung. Sehr penibel. Das nehmen wir einmal. Der Bogen müsste auch jetzt der bessere zur Verfügung stehen. Helm? Nehmen wir natürlich auch den besseren, keine Frage. Aber wir werden auf jeden Fall die Optik ändern. Aber das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Zerlegen. So, jetzt werden wir erstmal... Madame Team wieder ein bisschen schick machen. Nee, so war gut. Ach nee, lass mal. Das war eigentlich gut vom Stil her. Das gefällt mir nicht. Auch nicht. Was gefiel mir denn früher noch? Nee, das sieht nicht aus, oder? Eigenartigen Geschmack hatten die damals. Muss man ja lassen. Oder gar nichts. Genau. Gar nichts. Wir nehmen jetzt das, basta. Bevor ich jetzt hier noch stundenlang hier mit meiner Geschichte hier rummachen bin hier. Pfeile herstellen, warte mal. Warte mal, was ich jetzt hier mache. Hau ich jetzt mal wieder. Na, da unten ist eine Truhe, die auf uns wartet. Aber nicht irgendwo noch eine Truhe? Da unten waren zwei Truhen. Aber die sind da noch weiter unten als die. Was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Bär? Wolf? So, sagen wir ihm Dolios Bescheid. Und dann gucken wir mal, dass wir zu den anderen Lehnsherren hinkommen. Dolios! Der Söldner Hyrkanos ist tot. Sparta dankt dir, Söldnerin.
Und meine Belohnung? Ich habe dir keinen Auftrag erteilt. Du hast aus eigenem Antrieb gehandelt. Doch sei versichert, dass Sparta dir dankbar ist. Alter. Wo ist er? Rieb aufheigen. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen EP bekommen. So. Weiter geht's. Was hab ich denn jetzt noch im Inventar? Ach so, der Kolben. So, was ich jetzt machen möchte, ich möchte langsam zu Ihnen hier. Ah, ein Schmied, perfekt, da können wir ein paar Sachen verkaufen. Ah, wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt. Das behalte ich auf jeden Fall, genauso wie das und das. Vergiften. Wirf Leonias Speer auf einen entfernten Gegner, um 100% Attentatsschaden anzurichten. Kann einmal verkettet werden. Also das hier erhöht auf jeden Fall den Schaden komplett. Also Attentat 100%. Mehr geht doch gar nicht. Also wir machen Vergiften höher. Aber wir können auch ein paar Sachen in Bogen machen. Und Gift. Muss ich noch zuweisen? Nö, ne? Nö. So, Phobos hatten wir schon lange nicht mehr. Entschuldigung. Ach, jetzt werden wir mich auch töten, ne? Junge, bist du sicher? Du weißt, wer ich bin. So. Haben wir das einmal geregelt. Einfach so hier ein paar Leute umbringen, geht ja gar nicht. Das ist also das Gesicht des Krieges. Ganz anders, als es dir Geschichten erzählen. Die Metropolis Megara. Hey, guck mal. Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Wie kann ich viele töten? Guck dir das an, ist ja wie Weihnachten. Original. Wo ist der? Da hinten versteckt er sich. Wo? So, haben wir jetzt noch ein paar noch, oder? Ich komme unserem Ziel immer näher. Oh, einmal die Füße waschen. Hallo. Guten Tag, hallo. Hm. Hallo, freut mich. Hm. Hallo, ein Tag hallo. Vorüber. Hallo, guten Tag. Hm. Wo ist denn der Schmied? Ach, da kommt er ja langsam. Ah, ich wollte Attentat machen. Ging natürlich wieder schief. Bist du des Wahnsinns? Weißt du, wer ich bin? Ich will euch befreien, Mann. Ich will euch helfen. Ja, komm, ich hänge mit euch allen an. Habe ich kein Problem mit. Aber mein Kopfgeld steigt dadurch natürlich, ne? Ja.
Ja, der hat ein Level niedriger als der andere. Na, nix. Kriegst keine Pause. Hallo? Ich glaube, Takt. Nochmal? Für wen hältst du dich? Oh, noch einer. Gibt's euch einen Mass oder was? So, immer hier. Der hat eine Feuerklinge? Was ist denn für einer? Wow. Ja, der ist mir zu heftig gerade. Das ist der Ische. Hä? Was? Wie wo? Oh Gott. Ja, nix. Das geht jetzt ratzfatz hier. Was? Weg hier. Oh Gott. Mein Gott, immer diese... Hast du Feuer dort am Heck? Dabei gibt's hier noch keine Waschenlagen. Mann! Hier hast du Feuer. Ach Gott. Meine Füße, die mich hab ich... Oh, schon wieder an der Füße, mein Gott. Willst du dich verarschen? Erst will mir die Alte auf und dann ging jetzt zu noch. Boah, ich glaub das doch nicht. Das sind mir zu viele. Na, glaube ich weniger. Noch ein Kopf geht. Mein Gott. Die Bude ist ja voll davon. So. Zack. So. Jetzt können die mir alle mal ganz schön den Buckel runterrutschen. Der Totenkopf, der ist zu stark. Ich mutig, dich hier zu zeigen. Mit Versuch, dir dein Kopfgeld zu holen. Aber? Feigling. Na toll. Aber kein Urlaub hier, ne? Leck mir doch. Oh shit. So, hier hast du ein bisschen Feuer. Du kämpfst ja wie ein Kind. Was sagst du jetzt? Wenn du tot bist, hast du das nicht mehr, ne? Ach, da ist er ja wieder. Ne, ist ein anderer. Boah.
Ach du Scheibenkleister. Bloß nicht den anderen treffen, bloß nicht den anderen treffen. Na toll. Was war das denn? Oh Gott. Das hat einen Totenkopf drauf gehabt. Gegen den habe ich ja gar keine Chance. Naja, hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe haben. Auf jeden Fall ist die Folge auf jeden Fall kampflustig diesmal. Dreimal Kopfgeld. Gucken wir, dass wir diesmal aus dem Weg gehen. Oh, eine Sau. Hm, hallo, Manu, hallo. Ach, ich komme öfters. Hallo. Ein Zweifel roter. Heißt, die Roten sind auf jeden Fall hinter mir her. Die wollen mich jagen. Das ist so ein Typ, wo ich mein Kopfgeld bezahlen kann, oder? Ich muss ihn nur anquatschen. Warte mal. Kollege? Ah, ich sehe, du hast Geschmack. Manchmal. So, die behalten wir, die verkaufen wir. Eine Sorte lasse ich von jeder. So kommt jetzt ein bisschen Parkkröten dran. Hoppla. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen was. Oder? Kommt, was du mir anbieten kannst, Kollege. Nee, ich glaube, bis bald dann. Das war schon immer so. Ich habe immer gehofft, dass wir immer die ganzen Sachen finden, immer. Und ich glaube, das wird auch bei den anderen Teilen, wird das bei diesem Teil genauso sein. Hallo. Nein, ich will ja mein Kopfgeld bezahlen, Mann. Lass mich in Ruhe, hau ab. Hey, du! Ich dachte, ich kann mit dir reden. Scheiße. Das muss ich mir nochmal... Kann man irgendwo nochmal nachlesen? Wie das nochmal geht? Der ist hier. Hab ich schon einer von denen, die mich platt gemacht haben. Ja, komm, machen wir eben schnell. Bei dem waren wir. Was hat er jetzt? Ah, der macht die Wölfe. Ich will nur mein Kopfgeld bezahlen. Sonst nix. Ja? Will er so stehen bleiben, oder? Ich renne nicht weg. Oder muss ich ihn erst mal prügeln? Ah, wenn du nicht stehen bleiben kannst.
Oder muss ich mich von hinten anschleichen bei dem, weißt du, dann so packen. Komm, gib dir einfach auf. Dann nicht. Der Anführer der Athener ist tot. Ach doch. Ich kehre zu Stentor zurück. Ach, das war der? Ach, das war der Typ, der mich umbringen sollte. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet jetzt. War er das jetzt wirklich? Moment. Tatsache, das war der. Ich geh kaputt. Gehst du mit? Wie geil ist das denn? Megaris, die Stadt der Schweine. Ah, gibt schon süße Schweine. So, töten muss ich jetzt nicht mehr, oder? Ah, die Frames laufen auch noch sehr schön stabil. Sehr schön. Platz da, ich muss da durch. Das ist doch noch ein Kopfgeldjäger, ne? Ach, ich bin eine Schande. Hast du schon mal ein Spiel geguckt? Na komm! Nein! Los. Da lang! Ja, beruhig dich. Drück Y, um den Kästchen zu gehen. Ah. Also Rest macht jetzt alleine. Sehr schön. Da ist er. Oh, ich würde ja so gerne die Fresse polieren, ne? Los. Alleine für die Doofheit von ihm. Kann ich mich mit ihm anlegen? Nee, das ist ein... Das ist ein NPC, der gebraucht wird, glaube ich. Hallo? Tag auch. Mahlzeit. Komm schon. Ach, das ist unser Halbbruder. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldnerin. Was gibt es Neues? Der Athener-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Töten wir ein paar Athener. Ja, sollen wir jetzt. Ich mag ihn nicht. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Töten wir ein paar Athener. Hört sich beides nicht schön an. Aber... Vielleicht, damit wir zu unserem Vater kommen, vielleicht ein bisschen Schleim. Ich kämpfe stolz an deiner Seite. Ja, diesen Platz hast du dir verdient. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Ich bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Also, erzähl mir vom Wolf. Er ist ein großer Mann, der Sparta zum Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er als Mensch? Als Vater? Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Ach, nichts. Nur sein Blick schweift oft in die Ferne. Und ich spüre große Trauer in ihm. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Ah,
So, damit wir die Folge nicht allzu lang ziehen, würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier mit der Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, zeig es mir gerne mit deinem Daumen nach oben. Willst du nichts mehr verpassen und weiterhin bei mir bleiben und weiter von mir sehen, aktiviere die Glocke und lass den Abo da. Ansonsten verbleibe ich mit einem Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen!